Hallo, ich bin Dennis. Und... Oh Gott, Schill ist zurück in Hamburg. Was will der denn hier? Ich will Schill sprechen. Aber weil ich nicht weiß, wo der ist, mache ich mich auf zur Bild-Zeitung. Denn die haben den ja zuletzt gesehen. Zu Besuch bei Herrn Kersting, Redakteur der Bild Hamburg. Ein alter Hase im Geschäft. Herr Kersting, und danke, dass ich komme. Bitte, bitte. Schill kommt nach Deutschland und sofort ist die Bild-Zeitung dabei. Wir sind eben gut. Dann hat er bestimmt auch einen guten Rat. Wie würden Sie denn jetzt an meiner Stelle daran gehen, wenn ich Schill treffen möchte? Haben Sie da Tipps? Über den Anwalt. Einen Termin vereinbaren. Also habe ich den Anwalt angerufen. War auch ganz nett am Telefon. Nix wie hin. Doch vor der Kanzlei gibt's auf einmal Riesenärger. Der Anwalt schubst uns vom Grundstück, will unsere Filmkassette haben, Hausverbot, Strafanzeige, böses Fax an den Chef. Eieiei, über den Wirbel haben sie vielleicht in der Zeitung gelesen. So viel Ärger auf einmal. Das heißt doch, Schill muss da drin sein. Ich warte also, bis er rauskommt. Naja, aber irgendwann habe ich Hunger. Auf Schokolade. Und die gibt's hier, Hallo? Im Kiosk um die Ecke. Und dazu gibt's noch eine kleine Überraschung. Herr Schill war persönlich hier? Ja. Der ist hier reingekommen. Richtig, durch die Tür, wo sie auch eben durch. War er allein? Nee. Der Freund und mein Kunde war dabei. Der Anwalt war dabei. Der Anwalt, ja. Und dann kam noch ein Spiegelreporter, ein Bildreporter und ein Fotograf von der Bildzeitung. Ganz schön viele Journalisten im Kiosk. Und dann? Das war's. Und dann von hier aus sind sie wieder zurückgegangen zu Seuker da drüben. Da sind ja die Passfotos gemacht worden. Passfotos? Donnerwetter, auch hier war der Schill mit den Journalisten. Die sind immer noch ganz verschreckt. Guten Tag. Hallo. Oh, nicht erschrecken. Die Tür geht auf und irgendwie begann hier ein ganz komischer Film. Also die waren drin und die haben sofort Show gemacht. Sie haben Fotos gemacht. Sie sind hier rumgelaufen, sie haben diesen Raum sozusagen irgendwie für sich beansprucht und... Also völlig aufgedreht, die Leute. Die waren total aufgedreht. Mhm. Ich hatte das Gefühl, sie waren vielleicht schon so ein bisschen angeschickert. Also sie waren sie meinten, dass sie Alkohol getrunken haben schon. Das war knallige Laune, also die waren bombig drauf. Naja, man kann ja auch ohne Alkohol Spaß haben. Und was war dann? Also die gingen in den Kiosk rein, dann haben sie Passbilder gemacht und dann... Ja, dann war es im Prinzip vorbei. Angeblich. Na super. Vielleicht noch ein Tipp? Mehr ernsthaft, wenn ich ein Schiff finden sollte. Sie haben nur eine Chance. Also Sie können sich nur vor das Haus von Corvin Fischer stellen und darauf hoffen, dass er da aufläuft. Von dem Anwalt? Ja. In Itzehoe. Ja. Anwalt kenne ich schon. Sie wissen ja, Hausverbot und so. Aber diesmal wird sogar richtig gefährlich. Egal. Echte Kerle geben nicht auf. Ich warte weiter auf Schill. Aber irgendwann ist mir das zu langweilig. Zurück an den Ort, wo Schill zuletzt gesehen wurde. Diesmal treffe ich Amelie. Die musste das Passfoto von Schill machen. Wir haben das mal nachgestellt. Wow. Und so ist das Bild entstanden. So wie Herr Schill? Genau. Auf diesem kleinen Hocker. Also war Amelie dem Schill und den Journalisten ganz nah. Die wollten sogar ein Foto von ihr machen. Wolltest du mit Schill auf ein Foto wahrscheinlich nicht? Nein, ich wollte nicht mit Schill auf einem Bild sein. Ich hatte gesagt, dass ich nicht fotografiert werden möchte, was sie dann trotzdem getan haben. Also freundlich war das nicht. Und dann wird mir klar, nicht freundlich sein, aber dafür ordentlich im Dreck wühlen. So kriegt man Schill. Auch ich. Das ist er. Und das sind wirklich die Fotos, die Ronald Schill in seinem brandneuen Reisepass kleben hat. Kein Witz. Tja, wenigstens die habe ich jetzt exklusiv für mich. Auch wenn ich Schill nicht persönlich getroffen habe. Aber jetzt glaube ich, das lohnt sich auch nicht. Ja, und heute erreichte uns in der Redaktion dann auch diese Unterlassungsverfügung von Schills Anwalt. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht einschüchtern. Die haben